Hallo und herzlich willkommen zu Paper Trail Teil 8. Ja, wir sind in diesem Dorf, in diesem Herbstdorf. Ich finde immer irgendwie immer noch witzig, dass hier in der Weltauswahl einfach nur Herbst steht. Also, keine Ahnung, einfach nur, weil hier die Blätter fallen oder was, haben wir hier Herbst. Wir haben dieses Fest da gemacht, haben auch diesen alten Kerl hier gerettet. Und der sagt da noch irgendwas. Der Regen hat den Weg frei gemacht. Du kannst jetzt die Treppe hinuntergehen, wenn du willst. Das heißt, wir können hier weg in das nächste Gebiet. Immer weiter Richtung Universität. Ich möchte aber gucken, ob es da irgendwo noch ein Origami hat. Weil hier gibt es noch ein zweites. Wir haben bisher nur eines. Nicht, dass wir hier wieder eins verpassen. Weil ich würde sagen, bisher lief das ja echt gut mit dem Sammeln der Origamis. Das heißt, wir behalten das jetzt einfach bei und versuchen mal alle zu finden, aber hier ist irgendwie nirgends eins. Ich geh mal nochmal hoch, versuche mir alles anzuschauen. Weiß gar nicht, ob ich haben wir alle Gebiete angeguckt, würde ich sagen. Aber gucken wir mal. Oh, da ist eine Katze. Können wir nichts machen. Auch hier kein Origami. Ich weiß gar nicht mal, ob wir da irgendwie noch rüberkommen. Eigentlich schon, oder? Nee. Krass, geht gar nicht, oder was? Überhaupt kein Weg hier nach... Okay. Na gut. Dann, vielleicht hätte ich auch einfach nach unten weitergehen sollen und gucken, ob da das letzte Origami oder das zweite Origami hier ist. Dann bin ich sehr gespannt, was im nächsten Gebiet kommt, was wir da für eine neue, für neue Rätsel sozusagen lösen müssen. Auf was für eine neue Sache wieder achten müssen. Okay, das ist komisch, weil hier finde ich auch kein Origami. Wo könnte denn das sein? Ah, es muss schon auf der Rück, oder? Nee, es muss nicht auf der Rückseite sein, aber... Hier rechts haben wir das verwendet? Ich weiß es gar nicht. Das haben wir alles für vorhin, also für letztes Mal gebraucht, oder? Hier haben wir das noch überhaupt nicht gebraucht. Können wir das irgendwie noch ein bisschen, wenn ich noch ein bisschen weiter nach links gehe? Das reicht auch nicht, gell? Aber das bringt mir auch nichts. Vielleicht, wenn ich hier nach unten... Ne, nach unten gibt es auch keinen Weg. Hey, ich bin echt verwirrt. Wo ist hier das letzte Origami? Und das da oben haben wir auf jeden Fall eingesammelt. Hm. Vielleicht gehe ich einfach mal weiter. Und komme dann einfach nochmal zurück später. Kann es sein, dass wir da irgendwas übersehen haben oder was, was wir jetzt noch nicht machen können oder so. Wobei, es macht eigentlich auch keinen Sinn, oder? Bisher haben wir immer... Ja, guck mal, hier unten. Hä, wie habe ich das vorhin übersehen? Wie habe ich das bitte vorhin schon wieder übersehen? Keine Ahnung. Okay, das kann ich hoch und runter machen. Aber es ist nur an, wenn es hier daneben ist. Das heißt, ich muss... Es wird vielleicht gar nicht so leicht. Also ich kann das hier rüberziehen. Hier ist eine 1 auf jeden Fall. Vielleicht kann ich das dann nutzen, um auf die Insel hier zu kommen. Dass ich so mache und dann hier das hochschiebe. Jetzt komme ich drauf. Kann bis hier runterlaufen. Boah, jetzt komme ich aber nicht rüber, gell? Ansonsten wäre das echt perfekt. Kann ich das so? Ja, das kann ich so machen. Cool. Oder müssen wir schon ordentlich kombinieren. Und jetzt kann ich das machen, oder? Jetzt mache ich so. Schieb das so hin. Geh rüber. Jetzt kann ich das wegschieben. Ja, sehr gut. Der Tiger. Streifen sind... Was? Craftwork Orange. Collect all autumn origami. Okay. Streifen sind in dieser Saison in. Das nennt man Modeschätzchen. Sehr schön. Komme ich da jetzt einfach zurück? Nee, oder? Nee, ich muss es genau gleich machen. Das ist immer das, wenn man vergisst, wie es funktioniert hat. Das hier wieder vor, dann wieder zurück. Das hier hoch, das hier zurück. Das hier, zack, hier hoch. Okay, jetzt haben wir es. Und dann kann es doch weitergehen, würde ich sagen. Sehr schön. Und da geht es weit nach unten. Stop, drop and fold. Gut, das haben wir geschafft. Und jetzt?
Guten Tag, ja, du da. Was für dich hier, Herr? Bitte berühre nichts. Das hier ist eine Ausgrabungsstätte. Diese Fundamente sind sehr seltsam geformt. Okay, eine Ausgrabungsstätte. Aber das kann ich dir nicht versprechen, dass ich nichts berühre. Ruinen. Und wir haben doch jetzt... Also eigentlich müsste das doch die Hälfte sein. Bis zum Wald, oder? Naja, okay, ein bisschen... Was, vielleicht auch hier die Hälfte, weißt du? Also ich schätze, das letzte ist die Universität. Wahrscheinlich gibt es da dann auch eher zwei. Ich denke, das ist auch so eine Art Ende. Aber ich denke, wir haben hier echt schon fast die Hälfte. Upsi, Entschuldigung. Ach, du grüne Neune, sei vorsichtig da drüben. Ach, du grüne Neune, sehr schön. Babidi-bubidi. Das ist schon so cool, hey, dieses Zusammenfalten. Das ist schon echt genial. Okay, wir brauchen das hier, oder? Oh, das ist hohes Gras. Hm. Wo könnte ich denn hier, könnte ich das brauchen? Kann ich jetzt in das andere? Gras, das ist auch krass. Das geht nicht, okay. Oha. Ist das hier wirklich eins? Nee, oder doch? Das ist ein Bild, gell? Wow. Boah, das macht das Ganze, glaube ich, noch mal komplizierter. Das macht meinen Kopf noch verwirrter bestimmt. Okay, hier ist ein Fels. Hier, das kann... Ah, aber das bringt mir nichts, gell? Vor allem, wie man die jetzt zusammenfalten muss. Also bisher war es ja immer so, dass wir irgendwie Rechtecke oder Quadrate oder so hatten. Aber jetzt haben wir ja ganz, ganz verrückte Aufbauten. Also ich gehe erstmal hier runter. Da kann ich nämlich auf den Schalter, aber das bringt mir so gar nichts, gell? Ja, okay, das. Zack. Okay, dafür brauche ich den Fels. Kann ich den? Doch, ich kann ihn ziehen. Ich muss ihn hier rüberschieben. Zack. Und jetzt zack. So. Bisher läuft's gut, würde ich sagen. Bisher bin ich sehr zufrieden, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. Ah, ich kann das Ding auch schieben, okay. Und hier auf der Rückseite, wie das die ganze Zeit blinkt. Ja, ist okay, ich schieb's. Ich weiß, muss es schieben. Hier ist das Origami. Kann ich nicht einfach, wenn ich das noch ein bisschen weiter schieb? Oh, das reicht ganz knapp nicht, gell? Ah, das müssen wir auf jeden Fall so hoch vorziehen. Kann ich das hier drauf? Nee. Ich zieh's mal nochmal zurück. Ich kann es nicht weiter vorziehen. Ich kann aber das hier machen. Kann das auf die Rückseite hier drauf schieben. Glaube ich. Oder geht's da nicht zurück? Nee, dann geht's nicht zurück. Hm. Ich kann das hier drauf machen. Dann komme ich zumindest mal hier nach oben. Bringt mir das irgendwas? Gar nichts erstmal, oder? Ich könnte das auch auf die Rückseite schieben. So zum Beispiel. Dann komme ich hier rüber. Bringt mir das irgendwas? Ah, dann kann ich es hochschieben. Ja, so. Aber jetzt kann ich's... Boah, guck mal, das blockiert hier. Dann kann ich's nicht... Krass, dann kann ich's nicht drüber schieben. Das sorgt dafür, dass ich's nicht umklappen kann. Das macht es ja noch viel härter. Kann ich das auch auf der anderen Seite hochschieben? Da geht's nicht, gell? Doch so. Nee, hä? Das funktioniert nicht. Also ich komme hier natürlich... Wenn ich das weiter rüber schiebe, das bringt mir, glaube ich, alles nichts, oder? Nach oben, nach unten bringt es auch nichts. Wenn ich das gegen die Wand schiebe, keine Ahnung, das hört sofort auf, gell, ja. Das sorgt echt dafür, dass ich nicht umklappen kann. Und das Origami kriege ich auf jeden Fall nicht auf die andere Seite. Kann ich es so irgendwie klappen? Nee. Und rüberschieben auf das andere Feld kann ich es auch nicht da hochschieben. Das wäre natürlich cool.
Also muss ich mir was anderes überlegen. Ich könnte natürlich auch einfach weiter, aber ich will doch alle Origamis haben. Ich überlege gerade, will ich es vielleicht oben drauf haben? Aber ich kann es auch gar nicht ziehen, oder? Wenn ich es jetzt so mache, kann ich überhaupt nicht mehr dran. Nee. Das heißt, es bringt mir nichts, das auf der linken Seite zu haben. Aber auf der rechten Seite kann ich nichts machen. Auf der rechten Seite habe ich zwar, kann ich es zwar rüberschieben. Ah, doch. Na klar. Lol, warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen? Dann müsste es doch reichen, wenn ich es jetzt ganz in die Ecke schiebe und mich hier hinstelle, müsste ich doch weit genug das rüberziehen können. Oh nein, das reicht nicht. Oh, das ist ja frech. Hä? Nur. Wie? Wie mache ich das dann? Ich hätte echt gedacht, das reicht. Können auch fast drauf, aber halt nicht ganz. Die Hälfte ist noch auf der Rückseite. Ich komme nicht an ihm vorbei. Bis aufs erste schieb, das bringt alles nichts, gell? Wenn ich es hier irgendwie rüberschieb und es ziehe oder so. Das geht auch alles nicht, gell? Ich kann es gar nicht ziehen, oder? Doch, kann ich. Ah, vielleicht müssen wir hier das schräg machen. Funktioniert auch nicht. Eins weiter? Nee, dann ist es da oben. Krass, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich an das Origami rankomme. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Lasst uns mal ganz schlau überlegen. Versuchen wir mal schlau zu denken. Also, was auf jeden Fall der Fall ist, es steht richtig rum. Das heißt, ich kann nicht von oben klappen. Kann ich gerade eh nicht. Ich kann nicht von oben klappen, ich kann nicht von unten klappen. Weil in beiden Fällen wird es sich auf den Kopf drehen. Ich kann nicht von links auf jeden Fall nicht ziehen. Von rechts nach links ziehen kann ich auf jeden Fall nicht. Eigentlich ist das ja fast das Beste, so. Und jetzt, ihr seht ja, wie weit ich muss. Ich muss sogar noch einen Schritt weiter. Also ich muss wirklich, wirklich weit nach rechts gehen, damit ich das umklappen kann. Das heißt, ich muss entweder hier stehen. Das ist es, oder? Das funktioniert, glaube ich. Ich muss hier... Nee. Ich kann es ja trotzdem nicht weiterziehen. Wenn das Teil hier steht, kann ich es ja auch nicht weiter nach rechts. Das heißt, das ist die Grenze. Das heißt, wir dürfen nicht beide so stehen. Sonst funktioniert es auf keinen Fall. Sonst reicht es nicht aus. Das heißt, ich muss... Ich ziehe nochmal runter. Also, das ist ja wirklich krass. Er muss irgendwo hier... Irgendwo an einer anderen Stelle sein. Dieses Ding hier. Ich bin gerade echt ein bisschen... Bisschen am Zweifeln, dass ich das hinkriege. Ich kann von unten nichts ziehen, oder? Das bringt halt gar nichts. Von oben auch nicht. Oder es gibt hier irgendwas, was ich nicht check. Ich überlege gerade, ob ich mal das Hilfsding ausprobiere. Wenn ich das weiterziehe, macht das irgendwas? Kann ich es hier runter... Stellt euch vor, ich könnte ihn da runterwerfen. Wie witzig das wäre. Das kann ich natürlich nicht... Ich mach mal H. Aber ich glaube, ja, guck mal, das ist. Das hilft uns natürlich nur, wie wir durchkommen. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja nicht nur durchkommen, ich will's Origami. Oder ich zieh ihn doch mal ganz. Aber das ist auch scheiße. Ich muss es auf jeden Fall so ziehen, dass es funktioniert. Hm.
Also rüberzukommen ist, wie gesagt, kein Problem. Und ich komme leider nicht dazu, das hier irgendwie hochzuschieben. Das ist halt das Problem. Wenn ich ihn jetzt ziehe, ich probiere es mal. Zack, zack, zack. So. Aber das hilft auch nichts, oder? Nee. Wenn ich ihn draufschiebe, hilft es halt auch nicht. Ich kann halt nicht weitermachen. Ich komme halt nicht weiter. Warum reicht das nicht? Sauerei. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich es einfach lasse und weitergehe. Das ist es. Oh, das ist es. Hä, warum hat das letzte Mal nicht funktioniert? Komisch. Habe ich wohl irgendwas falsch gesehen? Nicht gecheckt. Dinosaurier hat den Meteoriten nicht kommen sehen. Oh, das war richtig schwer. Boah, da habe ich ewig gebraucht, um das gerade zu lösen. War eigentlich gar nicht so kompliziert. Und direkt das nächste, na klar. Okay, die sind echt knifflig, hey. Diese neuen Dinger da. Okay. Also, was wissen wir? Wir wissen auf jeden Fall, dass das Ding hier auch schon mal richtig steht. Das heißt, schräg oder so bringt uns nichts. Von oben oder unten bringt uns nichts. Es bringt uns eigentlich nur das hier was. Lol. Ha! So stelle ich mir das vor. Elefant, der Trompeter des Tierreichs. Wie wir vorhin einfach eine Stunde gebraucht haben gefühlt und jetzt ein paar Sekunden einfach erledigt haben. Gut, dann ziehe ich mal den einfach ein bisschen nach oben, würde ich sagen. Hallo? So, und einfach ein bisschen nach oben ziehen, um dann ein bisschen Platz zu haben. Das kommt von rechts, gell? Das heißt, wir ziehen ihn einfach noch ein bisschen sogar nach links. Und ich muss rüberkommen. Das kann ich eigentlich einfach so, oder? Ja. Gar nicht schwer, gar nicht viel Zeit, die wir da aufwenden müssen, nachdenken müssen. Okay, hier ist auch wieder Origami. Und das müssen wir auch auf jeden Fall so machen. Oha, das ist cool. Das ist cool. Wie war das jetzt so, gell? Das heißt, ich muss ihn eigentlich zurückschieben, dann wird er. Ich mach so. Geh nach unten. Mach so, schieb ihn zurück. Giraffe ist allen anderen Hals hoch überlegen. Jetzt läuft's aber, hä? Jetzt läuft's. Jetzt muss ich nur noch irgendwie nach unten kommen, aber das sollte doch gar kein Problem sein. Brauche ich das? Ja, ich brauche das. Eigentlich bräuchte ich noch eins, gell? So. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Dann brauche ich es doch wieder auf der anderen. Muss ich auf der anderen Seite stehen, gell? Also. Das hier rüberziehen. Zack. Noch eins. Und jetzt nach unten. Zack. Und das ihn am besten komplett weg. Dann mache ich das und mache das hier. Ja, easy. Kein Problem für uns. Kein Problem für uns. Liebe Zeit, schön dich wiederzusehen. Meinst du mich oder die Vase? Sieh dir diese uralten Leylinien an. Sind sie nicht faszinierend? Ich frage mich, was sie wohl zu bedeuten haben. Hübscher Baum auf jeden Fall. Ah, diese Linien, meinst du? Das weiß ich ganz genau, was wir damit machen müssen. Krass, war das zu wenig? Müssen wir es weitermachen? Ja, so. Okay, klar, das funktioniert jetzt nicht, aber ich kann es ja nicht weiter reinziehen. Wenn ich das weiter hoch mache, geht's nicht. Ich muss es so lassen.
wartet. Also diese Linien müssen auf jeden Fall auf die andere Seite, oder? Das muss auf jeden Fall hier irgendwie verbunden werden. Nach unten kann ich auf jeden Fall nicht. Das heißt, das hier bringt mir so oder so nichts, oder? Oder muss ich das irgendwie so zusammenfalten? Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich muss hier wahrscheinlich... Ah, so muss ich das verbinden. Ah. Cool. Ach du liebe Zeit. Sieht aus, als hätten wir einen Ausweg. Haben wir es geschafft, hä? Du und ich. Wenn man genau hinsieht, sieht man, dass sie von Hand eingeritzt wurden. Das muss Jahrhunderte her sein. Bibidi-bubidi. So, okay. Das muss da drauf, schätze ich mal. Das heißt, wir haben hier überall... Hier gibt es auch noch eins, gell? Was wir verbinden können. Okay, also es bringt natürlich nichts, wenn wir nicht drüber kommen. So, erstmal das und dann das. Können wir nämlich hier rüber schieben. Jetzt machen wir das eigentlich zurück, wollte ich sagen. Eigentlich zurück, wollte ich sagen, aber... Ich könnte es nach oben ziehen, gell? Würde ich es auch ein bisschen aus dem Weg kriegen. Probieren wir es mal, aber ich glaube, das ist eigentlich keine gute Idee. Wobei, dann könnte ich es hier hin, könnte ich es da drauf schieben. Aber dann komme ich wieder nicht drüber, kann ich es nicht drüber? Ach Mann! Wegen dem Ding da in der Mitte. Das ist echt blöd. Das ist echt ein bisschen doof. Also ich muss hier hin. Das heißt, ich muss es irgendwie rüberschieben. Das heißt, ich brauche irgendwas, wo ich... Das hier kann ich natürlich noch machen, gell? Das darf ich nie vergessen, dass ich auch noch schräg das machen kann. Irgendwie das sieht eigentlich ganz gut aus, aber da müsste ich es unten haben, gell? Das kriege ich hin. Ich schieb's runter und dann schiebe ich es da hoch. Das sollte funktionieren. Ich schieb's hier in die Mitte. Zack, zack. Jetzt kann ich es hier rüber schieben und... Aber ich kann es da drunter schieben, oder? Ich kann es nicht drunter schieben. Das ist scheiße. Das geht, aber ich komme halt nicht weiter. Ich komme da drüber. Boah, shit. Ich meine, damit kann ich auch noch was machen, aber das weiß ich halt noch nicht genau, was ich damit machen kann. Wenn ich es erstmal da lasse, aber ich... Ja. Ich meine, ich kann es ohne Probleme natürlich hochschieben, nur bringen tut mir das halt gar nichts. Wenn ich es andersrum mache, bringt es mir auch nichts. So, das könnte interessant sein. Das reicht halt auch nicht. Ich meine, so könnte ich jetzt natürlich nach unten laufen, bringt mir halt nur nichts. Das hochzumachen bringt mir halt auch gar nichts. Ich komme hier nicht drüber, das Problem. Ich könnte es natürlich höher schieben, aber jedes Mal geht dann das Mittelteil weg, verschwindet das Mittelteil. Wirklich eine komplizierte Stelle. Wirklich nicht so einfach, finde ich. Oder ich übersehe wieder was. Wann könnte ich denn das hier nutzen? Eigentlich fast nie, oder? Eigentlich bringt das nur hier was.
Weil jetzt komme ich daran, wenn ich das von oben ziehe. Da könnte ich vielleicht dann irgendwas nutzen. Aber ich... Dann komme ich halt wieder an der Trüpper. Das ist doch echt doof, Mann. Ich schieb das runter. Jetzt ziehe ich das runter. Jetzt schiebe ich das hoch. Weiß nicht, ob das funktioniert. Ich probiere es mal. Hallo? Schiebe ich das rüber. Jetzt komme ich hier prinzipiell weiter hoch, wollte ich sagen. Aber es reicht mir wieder nicht, weil ich nicht dran. Ich komme einfach nicht dran. Ach, scheiße, echt. Eigentlich finde ich, dass das hier fast am besten aussieht, aber es funktioniert halt nicht. Schiebe ich es hier rüber. Ah, vielleicht muss ich es nach oben. Zack, zack. Das reicht nicht. Ich muss es noch ein bisschen weiter runterschieben, aber ich komme nicht hin deswegen. Dann könnte ich das hochschieben, dann hätte ich genug Platz, aber ich komme nicht dran. Ich komme einfach nicht dran. Hier unten zu sein bringt halt gar nichts. Das hier bringt auch nichts. Oder? Das bringt doch gar nichts. Keine Chance. Hier oben vielleicht ein bisschen was. Lass uns nochmal überlegen. Ich muss hier rüberkommen. Eigentlich steht es gar nicht so schlecht. So komme ich auf jeden Fall nicht rüber. So komme ich auf jeden Fall auch nicht rüber. Ich komme entweder damit rüber, aber das funktioniert auch, wird auch nicht funktionieren. Und jetzt komme ich nicht vorbei. Das heißt, am wahrscheinlichsten komme ich rüber, wenn ich das bis hier hinschiebe. Und dann kann ich von unten... Also wenn das hier unten ist... Wie weit kann ich denn da runterlaufen? Das geht auf jeden Fall schon. Kann ich das hier hinschieben und dann rüber. Das funktioniert. Dann mache ich zack und zack. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Statue hier runter bekommen. Aber das schaffe ich nicht. Das eins weiter klappen könnte. Eins weiter. Dann wird es funktionieren, aber das kann ich nicht. So meine ich, so muss es nachher sein. Oh, das sieht gut aus, oder? Das könnte funktionieren. Ne, da komme ich auch wieder nicht nach unten. Ach, shit. Oder kann ich da irgendwas machen? Jetzt kann ich es dahin klappen. Aber das bringt mir alles einen Scheiß. Oder kann ich irgendwas machen? Bin ich hier drüben, aber... Ich könnte vielleicht das noch weiter runterklappen. Oh, das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus. Jetzt reicht es mir wieder nicht wegen einem. Hey, ich... Doch jetzt? Alter, was ist denn das? Das ist ja mal richtig knackig gerade. Shit, das kann ich nicht mehr, aber ich kann das. Ne, das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Ich bin auch gerade tatsächlich kurz davor, mir die Hilfe zu holen, muss ich sagen. Aber das will ich natürlich nicht, gell, wenn es sich vermeiden lässt. Jetzt habe ich halt das unten tatsächlich das erste Mal wirklich gebraucht. Nee,
das war dumm. Ich muss ihn hier haben. Und jetzt mache ich das. Und jetzt ziehe ich ihn eins runter. Krass, jetzt habe ich ihn hier links. Boah. Jetzt habe ich's. Das ist ja richtig krank gewesen. Okay, ich würde sagen, das ist bisher die schwerste Stelle gewesen. Ha! Ich frage mich, ob man das... Ich glaube, ich gucke mir das jetzt gleich mal eine Lösung an, ob man das irgendwie mit ein paar wenigen Zügen hätte machen können. Mit zwei oder drei Zügen. Oder ob das wirklich jetzt so ausführlich sein musste, wie wir es gerade gemacht haben. Okay, also den rechten zuerst bis hierhin. Zack, dann zurück. Dann den oberen, dann zurück. Dann den linken. Hä, das hätte gereicht. Rechts zurück. Oben zurück. Links zurück. Toll. Dann haben wir es viel komplizierter gemacht, als wir es hätten machen müssen. Aber egal, wir haben es gelöst. Auch wenn es eine Weile gedauert hat, wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und wir machen morgen wieder weiter. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.